Danke dir, Daniel. Wir haben das riesige Vorrecht, die Bibel zu haben und damit auch die Möglichkeit, das zu sehen, was Gott sieht. Wir schauen, wenn wir Gottes Wort in unserem Herzen tragen, wenn wir Gottes Wort lesen, wir sehen die Vision Gottes, wie er sich die Welt am liebsten vorstellt, aber wir sehen auch, wohin die Welt gehen wird, Prophezeiungen, die da sein werden. Heute geht es in der zweiten Predigt dieser Predigtserie um die Kraft einer göttlichen Vision. Ich weiß, einige von euch, wenn sie Visionen hören, dann sagen sie, ist nicht mein Ding, das ist was für Geschäftsleute. Nennt es einfach Sichtweise von der Zukunft, etwas, was Gott in deinem Leben und durch dein Leben tun möchte. Vielen Dank für diese Liste, lange Liste von Dingen, die Gott sehr, sehr wichtig sind, das, was Gott sieht in seiner Gemeinde. Und mein Gebet in der Vorbereitung war es und jetzt auch, dass Gott in unserer Gemeinde wirkt, gerade wenn es um seine Vision geht, der Gemeinschaft, dass wir gemeinsam ihn anbeten, indem wir einander dienen und auch ein Zeugnis für die Welt sind. Ich möchte euch eine Person vorstellen, einige, die aus Heimatsheim und Umgebung kommen, kennen ihn, wahrscheinlich aber auch noch viel, viel mehr, denn der Konstantin, den ihr hier seht, ist wahrscheinlich einer der besten Eishersteller in der Region, wenn nicht sogar deutschlandweit. Auf jeden Fall ist das die Meinung, die wir als Familie vertreten. Der Konstantin, der hat uns sehr, sehr oft beglückt mit gutem Eis. Wenn wir aus Bornheim nach Heimatsheim fahren, ist das auf jeden Fall immer eine sehr, sehr gute Adresse, kann ich empfehlen. Aber er hat mir jetzt kein Geld gegeben, dass ich Werbung mache für ihn. Er führt mit seiner Frau diesen Eisladen Amorini. Und vor einem Jahr ist eine Katastrophe passiert. Einige hier in der Gemeinde waren von der Flut genauso betroffen wie er auch. Durch Heimatsheim, durchs Zentrum ist eine Riesenflut gegangen und sein Laden wurde komplett überschwemmt und zerstört. Und das können einige hier in der Gemeinde auch so richtig mitfühlen, was das bedeutet, von einer Sekunde auf die andere eine Zerstörung, einer Zerstörung ausgesetzt zu sein, wo etwas, was man aufgebaut hat, plötzlich nicht mehr da ist oder zerstört ist. Und ich weiß noch ganz genau, ich war ja hier in Bornheim, ich habe im Internet bei Facebook nachgeschaut, wie es dem Konstantin oder wie es dem Laden Amorini geht. Irgendwie hatte ich das auf dem Herzen, habe ihn dann auch angeschrieben und das waren keine guten Nachrichten, die er mir geschrieben hat. Der hat gesagt, alles kaputt, ich höre auf, so ungefähr. Und in dieser Situation brauchte Konstantin eine Vision für die Zukunft. Er hat gesagt, alles kaputt, ich kann nicht mehr weitermachen. Jetzt, knapp ein Jahr später, hat er eine Vision entwickelt, wo wieder Aufbau da ist, wo er wieder Mut gefasst hat und für die Leute, die das Eis mal ausprobieren wollen, er hat so einen Container aufgestellt, da könnt ihr heute Nachmittag vielleicht vorbeifahren und es mal testen. Es gibt nicht ganz so viele Eissorten zurzeit, aber das wird garantiert wieder. Konstantin brauchte eine Vision, etwas in der Zukunft, wo er sieht, da kommen wieder die Wiebes nach Heimatsheim und fühlen sich in meinem Geschäft wieder so richtig wohl und ich kann ihnen Eis verkaufen. Das ist etwas, was er sehr, sehr gerne macht, seinen Gästen wirklich eine gute Zeit zu bescheren und natürlich auch Geld zu verdienen. Das wäre der Konstantin gewesen. Einige von euch haben es auch erlebt durch die Flut, dass Hab und Gut eben zerstört wurde. Wenn wir jetzt die letzten 2 Jahre reflektieren, jeder Einzelne mal wirklich sich Zeit nehmen würde und mal so reflektieren würde, was ist außer jetzt der Flut sonst noch irgendwo kaputt gegangen? So wie in der Geschichte mit Nehemia eine Schutzmauer, die sehr, sehr hilfreich ist, plötzlich kaputt gegangen ist. Nicht nur plötzlich, die wurde zerstört. Wenn wir darüber nachdenken, was in den letzten 2 Jahren so kaputt gegangen ist, dann würden einige sagen, mein Vertrauen in die Medien ist komplett kaputt gegangen, weil es widersprüchliche Meldungen gab, wie das so mit dem Virus ist.
Einige Beziehungen sind kaputt gegangen, weil man sich gestritten hat, weil der Druck so stark war, auch pandemiebedingt sind Dinge kaputt gegangen. Und ja, vielleicht jetzt auch hier im Gemeindeleben einige Hauskreise, die sich an einem Ort wiedergefunden haben, wo sie sich nicht mehr getroffen haben. Und so diese Vertrautheit, wo man sich gerne geöffnet hat, über sein Leben mit Jesus gesprochen hat und ausgetauscht hat, da ist die Vertrautheit kaputt gegangen und sie liegt in Scherben dort. Manche Dinge, die vielleicht auch in den einzelnen Familien da sind Beziehungen kaputt gegangen, weil man sich versündigt hat. Man ist hingefallen, man hat nicht auf die Ehe aufgepasst und investiert und da sind Dinge kaputt gegangen, vielleicht nicht nur pandemiebedingt, sondern weil das eine Folge von Sünde war. Hier in dem Buch Nehemia war es eindeutig ein Gericht Gottes, dass die Mauer und die Stadt zerstört wurde. Als Nehemia lebte, vor 150 Jahren, also vor einer längeren Zeit, wurde eben Jerusalem eingenommen. Menschen wurden als Sklaven genommen und ins Exil gebracht. Die Babylonier haben diese Menschen verschleppt und das war deren Art, ein Großreich aufzubauen und eben Frieden herzustellen und ein Großreich am Laufen zu halten, indem sie Menschen verschleppt haben. Und danach hat die Regierung gewechselt von den Babyloniern hin zu den Medern und Persern und die hatten eine andere Politik. Die haben gesagt, die Menschen, die wir hier in Babylonien gefangen halten, die lassen wir zurück in ihre Städte, in ihr Land reisen, wenn sie es wollen, damit sie uns loyal bleiben und dankbar sind, aber wir regieren noch über dieses Land. Und da setzt genau dieses Buch Esra und Nehemia, das ist normalerweise ein Buch gewesen, ein Autor, da setzt das Buch Nehemia an, wo der König erlaubt hat, dass Menschen auch wieder zurückgekehrt sind in das Land ihrer Väter und in ihrer Mütter, dort, wo sie eigentlich ihre Heimat hatten. Und letzte Woche in der ersten Predigt haben wir davon gehört, dass Nehemia einen sehr hohen Posten als Mundschenk beim König dieses Weltreiches hatte. Und dieser Nehemia, der hatte einen Bruder und auch verschiedene bekannte Freunde, die jetzt aus Jerusalem nach Susa zu ihm gekommen sind und berichtet haben, wie es in Jerusalem aussieht. Bisschen so wie nach einer Flut. Der Bruder von Nehemia erzählt, dass die Mauer total zerstört da liegt. Der Tempel wurde aufgebaut, der sieht aber nicht so schön aus. Das Leben, das religiöse Leben, das funktionierte, aber insgesamt, das war eine sehr missliche Situation. Dort finden wir uns wieder und Nehemia hört dieses Anliegen, was da ist, und auch er braucht eine Vision, eine göttliche Vision. Ich habe euch hier mal auf die Folie eine Definition aufgeschrieben, was eine Vision ist. Eine Vision ist eine in der Zukunft angesiedelte Vorstellung eines bestimmten Zustandes. Nehemia hat gebetet, o Herr, ich habe gehört, wie es aussieht in Jerusalem und er brauchte eine Vision und er hat vielleicht eine Mauer gesehen, Stadttore gesehen, in der die Bürger sich sicher fühlen konnten und wo die Häuser wieder aufgebaut sind, wo das Leben pulsiert. Das hat er vielleicht gesehen, aber erst nachdem er gebetet hat. Und das war der Hauptpunkt, den Waldemar Reisig uns hier weitergegeben hat. Eine Vision muss von Gott geschenkt werden. Eine göttliche Vision hat nochmal eine ganz andere Qualität. Es ist nicht so etwas, wo ich sage, ich sehe etwas in der Zukunft und ich ziehe meinen Plan durch und dann steht ein Haus wieder oder etwas wurde renoviert. Nein, hier geht es darum, was Gott vorhat. Und so habe ich dann die Definition ein bisschen erweitert. Was ist eine göttliche Vision? Es ist eine Vision, die stark ist. Und wenn wir uns dieser Vision anschließen, dann passiert etwas, was unser Leben reich macht und vielleicht auch uns als Gemeinde hier auch eine wichtige Botschaft weiterzugeben hat.
Also eine göttliche Vision ist etwas, was man mit Überzeugung und Leidenschaft anstrebt, weil es dem Willen und Wesen Gottes entspricht. In der Bibel finden wir viele Aussagen, wo Gott seinen Willen kundtut. Es ist der Wille Gottes, dass jeder Mensch gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das will Gott. Das will Gott. Natürlich übergibt ja auch jedem Menschen eine Entscheidungsfreiheit, Liebe anzunehmen oder eben Liebe abzulehnen. Aber Gottes Wille ist Versöhnung und Frieden. Und das letzte Lied hier hat mich wirklich gepackt, da wo ich sage, wow, Gott hat wirklich, Gottes Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Ja, Gott hat Frieden mit uns vor und er möchte jeden Einzelnen von uns gewinnen und diese göttliche Vision durch uns auch anderen Menschen weitergeben. Wir brauchen eine göttliche Vision in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, als Gemeinde, aber auch in unseren Familien und auch als Privatperson. Und ich glaube, da kann uns der Bibeltext, diese Geschichte, einige wichtige Lektionen mit auf dem Weg geben. Ich möchte jetzt die Geschichte vorlesen für euch. Ist sehr kommunikativ, etwas länger, 20 Verse. Hört mal zu und lasst die Geschichte auf euch wirken. Und dann möchte ich zu einigen Punkten etwas sagen, wenn es um diese göttliche Vision geht, die Nehemia in seinem Leben umsetzen konnte. Ihr könnt gerne aufschlagen, wenn ihr im Bibeltext mitschauen wollt, Nehemia 2, die Verse 1 bis 20. Also Nehemia 2, 1 bis 20. Es geschah aber im Monat Nisan, das ist das Auto, nein, also das ist eine Zeitrechnung, die damals in Babylon da war, da wo man das auch sehr akkurat platzieren konnte. Es geschah aber im Monat Nisan im 20. Jahr des König Artasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein, das heißt Nehemia selber, das ist ein Tagebucheintrag, den er hier aufgeschrieben hat, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Ja, also ein guter Diener, guter Mitarbeiter. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Und ich sprach zum König, der König lebe ewiglich. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind? Da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Da flehte ich zum Gott des Himmels. Und dann sagte ich zum König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß. Wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Übrigens, wenn man wirklich wandert, so ungefähr von Jerusalem bis nach Susa, das wären so ungefähr 13 bis 16 Tage. Ne? Ich habe da nochmal nachgeschaut. Also wie lange wird diese Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und ich sprach zu dem König, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch einen Brief an Asaf, dem Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirkes, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann. Und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Als ich nun zu den Statthaltern jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Das wäre ja so Visapapiere, damit man durchkommt. Und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Als aber Sanballat, der
Horoniter und Tobia, der amoritische Knecht. Dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Ich aber kam nach Jerusalem, und als ich 3 Tage dort gewesen war, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle und zum Misttor und untersuchte die Mauer Jerusalems, die niedergerissen waren, und die Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war für das Tier unter mir kein Platz zum Durchkommen. So stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und untersuchte die Mauern und kehrte dann um und kam durch das Taltor wieder heim. Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten und den Vorstehern und anderen, die an dem Werk arbeiteten, nichts gesagt. Da sprach ich zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie: Wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten und sprachen: Was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornimmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Da antwortete ich ihnen und sprach: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Ja, diese Geschichte, die könnte man auch gut erzählen, sehr detailliert und auch spannend. Da ist ein Spannungsbogen drin und man weiß nicht genau, wie wird dieser Nehemia, die Vision, die Gott ihm geschickt hat, wie wird er sie umsetzen? Und wir haben noch einige Sonntage geplant, wo wir darüber reden werden und sehen werden, wie diese Vision dort dann vollendet wurde. Aber es startet mit Gebet und mit einer göttlichen Vision und mit einem guten Timing. Nach 150 Jahren war es die rechte Zeit, dass Nehemia geboren war, dass er in Amt und Würden war als Mundschenk des Königs. Es war ein König da, der bereit war, zu unterstützen, eigentlich seine ehemaligen Feinde zu unterstützen, eine Mauer wieder aufzubauen. Es war der perfekte Zeitpunkt. So wie wir in Galater 4, Vers 4 im Neuen Testament lesen: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Eine perfekte Zeit, wo alles gut zusammenpasste. Damals das Straßensystem der Römer, das Denken der Griechen, alles passte so gut zusammen, dass die Gemeinde Jesu gestartet werden konnte und sich schnell verbreiten konnte über den ganzen Erdenball. So war das Timing hier perfekt und dort setzen wir jetzt an. Der König bemerkt, Nehemia ist traurig. Er ist tief getroffen von dem, was er gehört hat. Und diese Traurigkeit, die kann er nicht verbergen. Er und der König hatten wahrscheinlich öfter Zeiten zusammen verbracht. Und der König hat ihm vertraut, dass er ihm nicht vergifteten Wein gegeben hat. Also da war schon so ein Vertrauensverhältnis, das da war. Und er bezeugt auf jeden Fall in all den Jahren, meinetwegen waren es Jahre, ich weiß nicht wie lange, hat der König den Nehemia nie traurig gesehen. Und hier war er von einer Last beseelt und der König fungiert hier als ein guter Seelsorger seinem Knecht gegenüber und fragt: Warum bist du so traurig? Warum bist du so traurig? Und dann öffnet eben Nehemia sein Herz und sagt: Mich bedrückt es so sehr, dass die Stadt,
wo meine Vorfahren herkommen, noch immer so in Schutt und Asche liegt, dass die Situation so schwierig ist. Er hat gerade von seinem, oder eigentlich ja vor einigen Monaten, von seinem Bruder gehört, dass es nicht gut um seine Heimatstadt aussieht, und das belastet ihn. Und er möchte jetzt dem König sagen, was er eigentlich vorhatte. Und in dieser Situation, wo er mit diesen vertrauten Menschen ein Anliegen weitergeben möchte, seine Vision kenntlich machen möchte, steht im Text, er fürchtete sich sehr. In einer Predigt, die ich dann in der Vorbereitung mal gehört hatte, habe ich gehört, das Herz schlug ihm bis zum Halse. Warum eigentlich? Also wenn man die Könige der Meder und Perser sieht, sie waren ziemlich, das ist aber nett, sehr schön, dankeschön. Sie waren sehr resolut, dass wenn ihnen eine Bitte gestellt wurde und diese Bitte nicht entsprochen wurde, dann wurde normalerweise auch die Person, die dieses Anliegen hatte, einen Kopf kürzer gemacht, weil man keinen Aufstand wollte. Also man kann sich gut vorstellen, dass Nehemia hier wirklich auch Bedenken hatte. Soll ich ihm diese Vision weitergeben oder nicht? Wenn er Nein sagt, verliere ich dann meinen Job, meinen Kopf oder wie wird das insgesamt mit meinem Volk vor Ort weitergehen? In dieser Situation hat er ein Stoßgebet zum Himmel geschickt und hat gesagt, Herr, hilf mir jetzt mit dem König zu reden. Also, der König bemerkt, dass Nehemia traurig ist, und Nehemia ist dabei, jetzt dem König eine Bitte weiterzugeben. Nehemia war es klar, die zerstörte Mauer, diese missliche Situation, die war jetzt nicht nur einfach eine Katastrophe, die von oben herabkam und das war's. Nein, er wusste, es war die Sünde des Volkes. Gott hat sich gegen sein eigenes Volk gewendet und so ist diese Zerstörung passiert und er hat Buße getan. Stellvertretend für sein Volk hat er Gott um Vergebung gebeten und Gott daran erinnert, dass wenn wir nach deinem Wort, nach deinem Willen leben werden, wirst du uns wieder zurückbringen. Daran hat Nehemia sich festgehalten und jetzt ist er dabei, seine Bitte an den König weiterzugeben. Er betet und er sagt was sein Anliegen ist. Nehemia betete zum Herrn, während er mit diesem irdischen König sprach. Wenn es um eine göttliche Vision geht in deinem Leben, wenn es darum geht, eine Beziehung wieder aufzubauen, zu reparieren, wenn es darum geht, wie wir von Irina Buchholz heute gehört haben, die Geburtstagsfeier dann doch zu feiern und Leute einzuladen, in so einer Situation, bevor man diese Einladung wegschickt, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, nochmal zu checken, Gott, ist das deine Vision? Ist das jetzt richtig, das richtige Timing? Soll ich diese Bitte oder diese Einladung aussprechen? Und hier, Nehemia, hat Gott bei seinem Wort genommen und hat diese Vision geteilt und die Bitte weitergegeben, dass er Urlaub bekommt für eine unbestimmte Zeit. Der König wollte ihn wiederhaben, er hat ihm dann doch eine Zeit genannt. Wir lesen hier im Text nicht genau, wie viele Monate er ihm gegeben hat, aber daraus sind über ein Jahrzehnt geworden. Also Nehemia bittete, hat den König gebeten, dass er mit Proviant und mit Visa ausgestattet, eben nach Jerusalem ziehen konnte, um dort die Mauer wieder aufzubauen. Und dann wollte der König natürlich weitere Einzelheiten bitten, aber der Nehemia war jetzt schon so ein bisschen relaxter, weil er gemerkt hat, der König ist offen. Er ist positiv gestimmt und er würde ihn ziehen lassen. Der König bittet um weitere Einzelheiten. Das sehen wir hier in den Versen 6 bis 8. Und das ist spannend, glaube ich. Also einige von euch würden sagen, ich bin Visionär. Und andere sagen, nee, ich bin kein Visionär. Ich bin einer, der die Sachen dann wirklich tut. Ich rede nicht nur, sondern ich tue. Hier sehen wir, dass Nehemia irgendwie beides hatte. Er hatte eine Vision, eine Sicht von der Zukunft, eine aufgebaute Stadt. Und in dieser Situation, weil er jetzt vom König gefragt wurde, war er vorbereitet, konkrete Schritte zu nennen, was er alles brauchte. Er sagt nicht nur, ich will eine aufgebaute Stadt
und den Rest machen wir. Nein, er sagte, ich brauche Visa, ich brauche eine Erlaubnis, um mit den Förster da vor Ort gut verhandeln zu können, damit ich meine Bäume bekomme. Ich brauche Wachen, die mich bewachen oder die mir helfen, dort heil anzukommen. Er hatte sich vorher sehr genau Gedanken gemacht, einen Plan gemacht und diese Einzelheiten konnte er dem König weitergeben. Also er hat eigentlich nach drei Dingen hier gefragt, eben erstmal die Erlaubnis zu gehen. Und wenn man genau schaut, steht da nicht eine Erlaubnis zu gehen, da wo der König sagt, ja, du darfst gehen, ich gebe dir Urlaub, sondern Nehemia bittet ihn, dass er gesendet wird. Damit, dass er gesendet wird, finde ich sehr, sehr interessant, schon fast dreist. Dann bittet er eben um diese Briefe für die persönliche Sicherheit und er bittet um Material, um die Durchführung der Arbeit eben zu schaffen. Und der König gewährte ihm hier alles in Versen 6 bis 8. Na, hier Daumen nach oben, grünes Licht. Jetzt geht's los, diese göttliche Vision der Wiederherstellung einer Stadt anzugehen. Ich weiß nicht, wie er sich gefühlt hat. Ganz sicher hat er sich gefreut. Aber gleichzeitig hat er auch diese schwere Last gespürt. Ja, wie soll es werden, so ein Riesenprojekt umzusetzen? Eine Riesenherausforderung, die auf ihn gewartet hatte. Und dann lesen wir noch in den Versen 9 und 10, bei einer göttlichen Vision gehören ja unbedingt immer auch die Feinde dabei, die Leute, die es mies machen wollen. Nein, das wird nicht klappen oder das solltest du nicht machen. Es ist einfach jetzt auch nicht das richtige Timing oder die Leute verdienen es nicht. Es gibt eine Opposition und diese zwei Männer erstmal werden hier vorgestellt, die diese Vision nicht mittragen konnte. Weil sie ihrem eigenen Volk, Tobia und Sambala, waren selber jüdischstämmig, aber wahrscheinlich sind sie irgendwie in Ungnade gefallen und wurden ausgegrenzt. Sie haben ihrem eigenen Volk das nicht gegönnt, dass sie wieder eine eigene Identität, eine eigene Stadt haben würden. Ihnen missfiel es und ja, durch externe Quellen kann man auf jeden Fall das dann auch belegen, dass diese zwei Gegner, Tobia und Sambala, so, ich wollte ihn schon anders nennen, dass sie auch einflussreiche Menschen waren. Das waren jetzt nicht nur einfach ein bisschen Sand im Getriebe Menschen, sondern es waren Menschen mit Einfluss, die Nehemia das Leben schwer machen wollten, denn sie gönnten es nicht. Der nächste Abschnitt, Nehemia besichtigt die Stadt und fordert die Menschen heraus. In den Versen 11 bis 18 sehen wir das sehr detailliert. Wahrscheinlich nach einigen Wochen kam Nehemia dort sicher an in Jerusalem und das, was er von seinem Bruder gehört hatte, dass es der Stadt nicht gut geht, wollte er jetzt mit eigenen Augen begutachten und gleichzeitig schauen, was man da machen kann. Und hier finde ich das super spannend, wenn es um diese Vision geht, da konnte ich direkt etwas lernen für meine eigene Leiterschaft. Er ist jetzt nicht nach Jerusalem gekommen und dann sofort den Oberen und so weiter erzählt, hey, ich habe den Auftrag bekommen vom König, von dem Herrscher des ganzen Reiches, ich habe richtig Geld mitgebracht und wir können was umsetzen. Das hat er nicht gemacht. Er ist in Jerusalem angekommen und er wartete 3 Tage. Er wartete 3 Tage, also ich wäre schon geplatzt. Ja? Also ich muss sofort gute Neuigkeiten weitererzählen. Nein, er hat diese Vision in sich getragen und er wollte nochmal eine Ortsbegehung machen. Und dann wird hier in diesem Text auch noch beschrieben, wie er das gemacht hat. Bei Nacht mit einigen ausgewählten Männern. Er hatte wohl als einziger ein Tier dabei, vielleicht war es ein Pferd. Und wird dann auch berichtet, dass selbst bei einigen Stellen um der Mauer herum die Pferde oder das Tier nicht weiter ihn tragen konnte. Er musste absteigen und hat diese ganze Zerstörung eben gesehen. Also die Topografie der Stadt war wirklich desaströs und es war viel zu tun. Nehemia hat diese Inspektion durchgeführt und erst dann hat er diese Vision, die er jetzt nochmal bestätigt wusste,
hat er den Obersten, den Priestern, den Leitern in Jerusalem weitergegeben. Mit diesem Wort. Lasst uns, nicht lasst mich, sondern lasst uns gemeinsam wieder die Mauer aufbauen. Und dann erklärt er, was da passieren soll. Wir wollen nicht länger der Schandfleck sein. Das geht so nicht weiter. Wir wollen nicht länger der Schandfleck sein. Dann sagt er, die Hand des Herrn ist über diesem Werk. Und dann hat er erzählt, was der König so alles locker gemacht hat, was er alles ermöglicht hat, dass es möglich ist, jetzt die Mauer aufzubauen. Und er hat nicht gesagt, der König, die Hand des Königs ist über diesem Werk, sondern Nehemia sieht hier Gottes Führung. Gott wollte wiederherstellen, Gott wollte Frieden wiederherstellen. Und drittens, er ermutigt eben die Leiter des Volkes dort, eben ihm zu folgen, weil er eben auch Sicherheit zugesprochen bekommen hat durch den König, der ja hinter der Sache steht. Wir wollen nicht länger eine Schande sein. Wenn es jetzt um eine missliche Situation in deinem Leben geht, in einer Beziehung oder eine schwierige Situation hier auch in der Gemeinde, das sind Dinge, die in dem Sinne ja eine Schande sind, die in dem Sinne nicht gut aussehen, aber die auch ein schlechtes Licht nach außen reflektieren. Und wir dürfen in dieser Situation sagen, Gott hat eine Vision, dass hier wieder Heilung passiert. Er gibt uns Ressourcen, er gibt uns die Sicherheit, Verheißungen, dass da wieder etwas passieren kann. Und wir dürfen in diese Situation hineinsprechen und sagen, ich möchte jetzt im Vertrauen auf Gott mit Menschen zusammen diese Vision angehen, dass Gottes Wille in meinem Leben geschieht. Ich möchte nicht länger in dieser schändlichen oder in dieser schwierigen Situation verharren, sondern ich möchte mein Leben ordnen, ich möchte meine Beziehungen ordnen, ich möchte wieder dahin kommen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und dann am Ende der Geschichte sehen wir, dass dann die Opposition beginnt. Sanballat und Tobia reagieren auf drei Arten und Weisen, sehen wir hier im Text. Sie lachten, machten sich lustig. So eine Mauer, das schafft ihr nie. Das Volk, ihr könnt ja nicht mal den Tempel ordentlich aufbauen. Ihr seid unzufrieden, wie es hier läuft. Sie lachten über sie, als sie diese Pläne des Wiederaufbaus gehört haben. Und es war eine tiefe Verachtung da. Und dann sagten sie noch, das, was ihr hier vorhabt, ist eigentlich eine Auflehnung gegen den König und er wird es euch nicht gelingen lassen. Und dann sagt Nehemia, nein, es wird gelingen, weil der Gott des Himmels dieses Werk wollte und mich gebraucht hat, diese Vision weiterzugeben. Ich möchte euch kurz zum Schluss eben drei Lektionen weitergeben, die wir aus dieser Geschichte lernen können. Es ist immer schwierig, was lernt man aus Geschichten, was ist wirklich theologisch belastbar. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, Gott ist ein Gott der Liebe und des Friedens. Er möchte wiederherstellen, wenn es um Beziehungen geht, um Gemeinschaft geht, da sagt Gott immer ja und er gibt alle Ressourcen, die wir uns nur vorstellen können. Und wir können wirklich planen, mit anderen planen, diese Vision von einem wieder aufgebauten Leben nach einer Corona-Zeit oder jetzt auch in dieser Pause wieder zu erleben. Drei Lektionen. Die erste ist, lass dir von Gott eine Vision schenken. Vielleicht ist es ein bisschen belastend, wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, jetzt muss ich nach schwierigen, zerstörten Situationen in meinem Leben denken. Vielleicht könnt ihr, wenn es jetzt nicht der Fall ist, auch einfach mal darüber nachdenken, vielleicht ist da noch keine Beziehung und ihr sagt, ich möchte mir von Gott eine Vision schenken lassen, eine echte Männerfreundschaft mit jemandem aus der Gemeinde aufzubauen, wo man sich öffnen kann, um so auch gewappnet zu sein gegen die Anfechtungen, die im Alltag da sind. Da muss nicht zerstört sein, vielleicht ist es eine göttliche Vision, dass man hier einander hilft und unterstützt. Es kann eine Vision sein, die Gott dir jetzt gerade schenken möchte. Es muss jetzt nicht nur etwas Zerstörtes sein, sondern vielleicht auch etwas, was nicht vorhanden ist. Aber
bitte Gott darum, dir eine Vision zu schenken, die von ihm kommt. Diese Liste, die Daniel vorgelesen hat, dieses Einander, ist, die ist ja lang nicht abgeschlossen. Da kommen noch viele andere Bibelverse vor, wo Gott ja seine Vision von Gemeinde und Gemeinschaft weitergibt und uns ans Herz legen möchte. Er möchte, dass wir durch seine Augen auf unsere in unser Leben schauen und sagen, Gott, hilf mir, eine zerstörte Sache oder etwas, was nicht da ist, wieder aufzubauen, damit wieder Leben geschehen kann. Also lass dir von Gott eine Vision schenken, und das passiert im Gebet und im Gespräch mit anderen Menschen. Da möchte ich euch einladen, in euren Hauskreisen mal wirklich auch darüber zu reden, was Gott euch da aufs Herz legt. Und da können wir eben diese Prinzipien von Nehemia aufgreifen. Er war tief betrübt, er hat Missstand gesehen und hat gesagt, da muss ich da was, doch was tun. Und dann hat er eben Hilfe durch den König erfahren. Zweitens, warte auf Gottes Zeit und rechne mit seiner Hilfe. Timing ist hier alles und sehr, sehr wichtig. Nehemia war keiner, der sofort losgeprescht ist, sondern er hatte gute Gründe, eben den König anzusprechen und darauf zu hoffen, dass der König ihm helfen wird und ihn unterstützen wird. Gleichzeitig hat er natürlich auch Angst und Bedenken gehabt. Diese Dinge, die gehen nicht weg, auch wenn wir eine göttliche Vision haben. Und wir warten auf das richtige Timing, bis Gott wirklich ein grünes Licht gibt. Und die dritte Lektion: Gebe die göttliche Vision an Menschen weiter, die gemeinsam mit dir arbeiten. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Das hat Nehemia auch getan. Er hat nicht sofort diese guten Nachrichten weitergegeben, aber als die Zeit dann reif war, wo er gut geplant hatte, hat er diese Vision weitergegeben und hat gesagt, lasst uns gemeinsam diese Mauer aufbauen. Die Hand des Herrn ist über uns und es wird gelingen. Und es wird gelingen. Und das darf ich dir persönlich auch zusprechen. Wenn du eine missliche Situation angehst, gerade wenn es um Beziehungen geht, das war mein Anwendungsfokus, dann möchte ich dir zusprechen, lade vertraute Menschen, die es gut meinen mit dir, ein, mit dir diese Vision anzugehen. Wenn es um Heilung von Beziehungen geht, wenn es darum geht, auch in dieser Gemeinde vielleicht einen neuen Ort zu schaffen, wo Menschen Heilung und auch ein Zuhause finden können, dann möchte ich dich da sehr ermutigen, andere Menschen dort auch mit einzuladen. Und wie kann ich diese Kraft einer göttlichen Vision in meinen Beziehungen erleben? Da habe ich jetzt eine kleine Hausaufgabe für euch vorbereitet. Beim Eingang habt ihr so einen Zettel gesehen. Wenn ihr den selber noch nicht habt, dann könnt ihr ihn beim Ausgang mitnehmen. Das ist eine Übung, wo wir wirklich eine göttliche Vision für unsere Beziehungen, für unser Leben auch erfahren können und auch diese Kraft der Vision. Und zugrunde legen möchte ich da den Psalm 90, Vers 12, wo der Psalmist sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. In anderen Worten, lehre uns bedenken, dass es irgendwann mal ein Ende geben wird. Okay? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, auf dass wir weise werden. Und ich möchte euch da einladen, euch am Nachmittag, vielleicht heute Nachmittag, mal Zeit zu nehmen und dann einfach mal zu überlegen, ein bisschen herausfordernd für einige, was wäre, wenn ich irgendwann mal eingeladen würde zu einer Beerdigung, und ich würde kommen und komme dann zur Beerdigung und sehe ganz viele vertraute Menschen, die aus meinem Leben, und dann sehe ich den offenen Sarg, ich gehe dorthin und stelle fest, das bin ja ich, der jetzt dort liegt. Dass ihr mal darüber nachdenkt. Und dann hört ihr, es werden vier verschiedene Personen sprechen bei deiner eigenen Beerdigung. Und dass ihr dann vorstellt, okay, jemand aus meiner Familie, ganz enge Familienmitglieder, Ehemann, Ehefrau oder Kind oder Cousin, wäre der erste Redner und er spricht dann über den Menschen, der jetzt dort im Sarg liegt. Was möchtest du gerne von diesen Familienangehörigen hören? Das ist genau das, was im Psalm 90 steht. Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich weise werde.
Ich persönlich möchte von Amy gerne hören, dass ich ein liebevoller Ehemann war, dass ich ein treuer Ehemann war. Und ich kann durch die Bibel schauen, was es sonst noch für Werte gibt. Diese Dinge würde ich gerne von meiner Frau hören. Und was macht das dann mit meinem Leben heute? Ich habe eine Vision, eine göttliche Vision geschenkt gekriegt, die ich heute schon angehen kann. Und manchmal brauchen wir dort Hilfe. Eine zweite Personengruppe, die bei meiner Beerdigung spricht, ist jemand eben aus meiner Gemeinde. Ein Gemeindemitglied oder jemand aus meinem Hauskreis. Was würdest du von dieser Person gerne am Ende deines Lebens hören, ohne dass diese Person anfängt zu lügen? Was würdest du gerne hören, wie du dich in der Gemeinde eingesetzt hast, wer du als Mensch warst und wie du dich dort auch auf den Weg gemacht hast, Jesus nachzufolgen? Die dritte Person wäre ein Freund, eine Freundin oder jemand von meiner Arbeitsstelle. Und die vierte, und ich glaube, das ist die wichtigste Person, die auf meiner Beerdigung reden wird, und das ist sehr biblisch, es ist der himmlische Vater, es ist Gott, der über mein Leben etwas sagen wird. Was möchtest du, was Gott über dein Leben hier in dieser Gemeinde sagt? Und Gott gibt uns, ja, wenn wir uns diese Dinge vornehmen, wie wir leben wollen, heute leben wollen, gibt uns alle Ressourcen, die wir uns nur vorstellen können. Er hat gesagt in Jakobus, wenn euch Weisheit mangelt, dann bittet Gott und er wird euch Weisheit geben und er wird uns die Kraft geben, jemanden zu vergeben. Er wird uns die Kraft geben, jemanden um Vergebung zu bitten. Er wird uns Kraft geben, geduldig miteinander zu sein und einander zu dienen. Ich möchte euch herausfordern, diese Übung einfach mal zu machen als Anwendung dieser Predigt und dann zu erleben, dass eine göttliche Vision in deinem und in meinem Leben wahr wird. Ich würde gerne beten und euch in diesem Sinne dafür segnen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du wirkst und dass wir dich in dieser Gemeinde erleben dürfen. Danke, dass du vieles Gutes getan hast und dass du Heilung und Rettung zur Verfügung stellst, dass du aber auch ein Freund sein möchtest, mit uns durchs Leben gehen möchtest. Ich bitte dich, dass Einzelne auch diese Übung machen heute Nachmittags, dass du dabei bist und eine klare Vision eröffnest für das, was du tun möchtest in unserer Gemeinde. Ich danke dir für das Vorbild von Nehemia, wie er eine göttliche Vision bekommen hat und sie angegangen ist, ganz praktisch angegangen ist. Ich danke dir, dass wir dir unser Leben anvertrauen dürfen, auch als Gemeinde. Danke dir, dass du uns durchgetragen hast durch die Corona-Zeit bis heute hin. Und ich danke dir, dass du Gutes im Sinn hast und dass wir dir vertrauen dürfen mit unserer Zukunft. Amen. Gerne dürfte ich